Das Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme ist europaweit das größte Solarforschungsinstitut. Seit 1981 werden hier unterschiedlichste Aufgaben zur solaren Energienutzung bearbeitet. Photovoltaik ist inzwischen in vielen Branchen relevant geworden und in jeder Klimazone präsent. Immer mehr Hersteller drängen auf den stetig wachsenden Markt. Materialprüfung, Zertifizierung und Qualitätssicherung nehmen einen immer wichtigeren Stellenwert ein. Weltweit führende Solarunternehmen stärken die Marktposition ihrer Produkte durch eine qualitativ hochwertige und aussagekräftige Zertifizierung. Seit 2006 unterstützt das am Fraunhofer ISE gegründete Testlab PV Modules die Hersteller von Photovoltaikmodulen bei der Entwicklung und Qualitätssicherung ihrer Produkte. Es führt die Prüfungen durch, die ein Photovoltaikmodul durchlaufen muss, um ein entsprechendes Zertifikat zu erhalten. Speziell entwickelte Applikationen sorgen für beste Reproduzierbarkeit und genaueste Testergebnisse. Das Testlab PV Modules versteht sich dabei als flexible Dienstleistungseinrichtung. Spezielle Kundenwünsche und ungewöhnliche Formate werden in den anpassbaren Testeinrichtungen selbstverständlich berücksichtigt. Für das Prüfverfahren werden 8 Module benötigt. Sie durchlaufen teilweise unterschiedliche Prüfprozesse. Die Aufteilung der Module optimiert die Gesamtlaufzeit des Prüfvorgangs. Weiter kann man kleinste Abweichungen an einzelnen Modulen nach einigen Tests besser vergleichen und referenzieren. Zur Produktzertifizierung vom VDE werden insgesamt 19 Tests für Dünnschichtmodule und 18 für kristalline PV-Module absolviert. Zunächst werden die Module einer definierten Bestrahlungsstärke ausgesetzt. Dünnschichtmodule durchlaufen zudem einen künstlichen Lichtalterungsprozess. Für die elektrische Sicherheit werden Isolationsprüfungen im trockenen und befeuchteten Zustand durchgeführt. Im Feld hängt die tatsächliche Leistung eines Moduls von vielen Faktoren ab. Im Flasher wird die Ausgangsleistung der Module unabhängig von äußeren Faktoren ermittelt. Jedes einzelne Modul wird in einem völlig dunklen Raum einer exakten Lichtleistung ausgesetzt. Die Leistung wird standardisiert durch die blitzartige Einwirkung von 1000 Watt bei einer Zelltemperatur von 25 Grad Celsius. Es entsteht eine Leistungskurve, die ein Vergleichen mit anderen Modulen ermöglicht. Die Klimaprüfungen werden in mehreren Klimakammern durchgeführt. Die Materialien, aus denen ein PV-Modul gefertigt ist, werden hier auf ihre generelle Beständigkeit gegenüber Hitze, Kälte und Feuchtigkeit getestet. Um eine beschleunigte Alterung zu erzielen, werden die Prüfbedingungen gegenüber realen Bedingungen stark verschärft. 2 der 8 Module werden einem thermischen Belastungstest ausgesetzt. Dabei wechselt die Temperatur in 200 Zyklen von minus 40 auf plus 85 Grad Celsius. Dieser Vorgang führt zu starken thermischen Spannungen im Modul. 2 Module durchlaufen die feuchte Frostprüfung. 2 weitere Module müssen die feuchte Wärmeprüfung bestehen. Die Klimaprüfungen stellen für die Module die stärkste Belastung dar. Eine weitere wichtige Prüfung ist der mechanische Belastungstest. Hier werden Wind sowie Schnee- und Eislasten simuliert. Es finden 3 Zyklen zu je 2 Stunden statt, bei denen die Vorder- und die Rückseite jeweils mit 2400 Pascal statisch belastet wird. Die Vorderseite wird im letzten Zyklus mit 5400 Pascal belastet, wenn das Modul für erhöhte Schnee- und Eislasten zertifiziert werden soll. Da die Module auch gemäßigten Unwettern standhalten müssen, wird ein Hageltest durchgeführt. Mit der eigens entwickelten Hagelkugel-Gefrierstation wird sichergestellt, dass keine Luftblasen in den normgroßen Kugeln eingeschlossen werden. Die Kugeln sind exakt 7,5 Gramm schwer. Der Durchmesser beträgt 25 mm. Mit einer speziellen Druckluftkanone wird die Robustheit des Moduls an standardisiert festgelegten Zielpunkten, wie zum Beispiel den Leiterverbindungen, ermittelt.
Ein sogenannter Hotspot entsteht, wenn Module oder einzelne Zellen partiell verschattet werden. Durch den verschatteten Teil fließt in diesem Fall kein Strom mehr. Er wirkt als Verbraucher und heizt sich in ungünstigen Fällen so stark auf, dass es zu Beschädigungen kommt. In der Klimakammer mit Sonnensimulator wird aus diesem Grund die Hotspot-Dauerprüfung durchgeführt. Sie dient der Bestimmung, ob ein Modul geeignet ist, den Erwärmungseffekten standzuhalten, zu denen es infolge von Voll- oder Teilverschattung kommt. Für die Sicherheitsprüfung führt der VDE an einem Modul den Bruchtest durch. Die elektrische und die allgemeine Sicherheit müssen auch nach der Zerstörung gewährleistet sein. Um die Leistungsausbeute einer PV-Anlage abschätzen zu können, ist es auch wichtig zu wissen, wie viel Leistung ein Modul bei geringer Bestrahlungsstärke bringt. Ebenso wird im Rahmen der Prüfungen die Nennbetriebszelltemperatur ermittelt. Die sogenannte NOCT hilft Planern von PV-Anlagen, die Betriebstemperatur von Modulen im realen Betrieb abzuschätzen. Von der Betriebstemperatur eines Moduls hängt also die Leistung ab. Diese Abhängigkeit kann über Koeffizienten beschrieben werden und hilft dabei, die tatsächliche Leistung bei einer bestimmten Temperatur zu berechnen. Leistungsbestimmungen werden nach jeder materialbeeinflussenden Prüfung wiederholt. Die Verschlechterung der Ausgangsleistung eines kristallinen Moduls darf nach jeder Prüfung nicht mehr als 5% und insgesamt nicht mehr als 8% betragen. Am Ende aller Testreihen bekommt der Kunde einen Messbericht sowie die Messprotokolle der einzelnen Prüfungen ausgehändigt. Der Kooperationspartner VDE zertifiziert das erfolgreich geprüfte Produkt. Unsere Experten im Bereich der Gebrauchsdaueranalyse und Umweltsimulation unterstützen Sie bei Produktentwicklungen und testen Produkte vor der Markteinführung. Auch in klärenden Fragen bei Nichtzertifizierung nehmen Sie eine unabhängige beratende Funktion ein. Das TestLab PV Modules verfügt über eine große Anzahl weiterer Test- und Prüfmöglichkeiten, die Aufschluss über Ausfallursachen geben können. Mithilfe besonderer Prüfmethoden werden Erkenntnisse über veränderte Materialeigenschaften gewonnen. Die Elektrolumineszenzmessung macht beispielsweise feinste, fürs Auge unsichtbare Mikrorisse sichtbar. Forschungen über Permeabilität des Materials, Alterungsprozesse und Materialveränderungen geben aufschlussreiche Erkenntnisse und richtungsweisende Anstöße zu Weiterentwicklungen. Langfristige Freibewitterungsstudien an Standorten mit unterschiedlichen Klimaten zielen darauf ab, die Mechanismen natürlicher Alterung besser zu verstehen. Sie helfen, beschleunigte Prüfverfahren zu optimieren und neue Verfahren zu entwickeln. Das TestLab PV Modules besitzt durch seine Zugehörigkeit zum Fraunhofer ISE eine einzigartige Position, die Wissenschaft und Wirtschaft verbindet. Es ist ein anerkanntes, unabhängiges Zertifizierungslabor und ein langfristiger Partner mit einem Forschungsauftrag.